Dann kommen wir zur Tagesordnung. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 40, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Lärmpausen führen zu einer spürbaren Entlastung in der Region. Übernahme in den Regelbetrieb ist das richtige Signal. Drucksache 19/3489 aus 19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollege Kasserker, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Übernahme der Lärmpausen am Frankfurter Flughafen in den Regelbetrieb ist keine Nebensächlichkeit, sondern sie ist ein wichtiges Signal für das Miteinander von Wirtschaft und Leben im Umfeld des Frankfurter Flughafens. Und es ist auch ein Stück Umsetzung, erfolgreicher Umsetzung unseres Koalitionsvertrages. Und deshalb für uns Grund genug, heute Morgen darüber als Setzpunkt mit Ihnen zu reden. Der Grund dafür ist die positive Bilanz des Probebetriebes für ein Lärmpausenmodell am Frankfurter Flughafen, der zwischen April 2015 und April 2016 immerhin am Abend zu 92 und am Morgen zu 96% umgesetzt werden konnte, entgegen allen Unkenrufen zu Beginn. Diese Lärmbelastung oder damit konnte die Lärmbelastung spürbar verringert werden. Die Lärmpausen sind fester Bestandteil im operativen Geschäft des Flughafens, und immerhin eine Mehrheit von über 70% wünscht sich deren Fortsetzung. So hat beispielsweise Anfang März die Fluglärmkommission daher zu Recht den Weg für den Regelbetrieb des Lärmpausenmodells am Flughafen freigemacht. Wir begrüßen diesen intensiven Austausch, die Mitwirkung. Denn es gab auch Hinweise zur weiteren Verbesserung der Lärmpausen. Aber vor allem gab es eine Stellungnahme, die uns sehr gefreut hat, nämlich die Fluglärmkommission sprach davon, dass insgesamt positiven Lärmbilanz des Fluglärms an den bestehenden Messstationen zu begrüßen ist. Das ist ein Erfolg, den wir natürlich für die Bürgerinnen und Bürger der Region gerne verbuchen. Die Folge dieser Vorgehensweise ist, dass nun Ende Mai offiziell die Überführung der Lärmpausen vom Probe in den Regelbetrieb erfolgen konnte. Das ist eine gute Nachricht für die Region. Es ist ein erheblicher, es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, in die Richtung der Lärmreduzierung von mehreren 10.000 Menschen. Und deshalb ist es nur logisch, dass auf diese Weise die Menschen in der Region zuverlässig und weitgehend planbar auch künftig von den Lärmpausen profitieren werden. Das ist ein Erfolg aller Beteiligten. Und deshalb will ich an dieser Stelle, Sie können nachher selbst Ihre Beiträge bringen, deshalb will ich an dieser Stelle den Beteiligten in vielen Gesprächen und Verhandlungen dieses Modell erreicht haben, herzlich Dankeschön sagen. Ihnen allen gilt unser besonderer Dank. Die Stimmen der SPD auf der Bank der SPD lassen schon vermuten, dass sie auch wieder ihre erneuerte oder ihre immerwährende Kritik an diesem Lärmpausenmodell vortragen werden. Aber es sei Ihnen gesagt, dass die Luftverkehrswirtschaft beispielsweise viel weiter ist als hier die ein oder andere Fraktion im Hessischen Landtag. Sie haben mit der Unterzeichnung ein deutliches Signal gesetzt, den gemeinsamen Willen aller Beteiligten damit zum Ausdruck gebracht, dass die Fluglärmsituation am Frankfurter Flughafen nachhaltig verbessert werden muss, dass man alles technisch Mögliche unternehmen will, auch das, oder alles, was ökonomisch vertretbar ist, um eine Fluglärmreduzierung zu erreichen. Das ist mit den Lärmpausen gelungen. Und es ist damit gelungen, die herausragende Position des Flughafens einerseits zu stärken, ohne andererseits seine Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen. Ich erlebe hier eine Luftverkehrswirtschaft, die bereit ist, mit uns zusammenzuarbeiten, die, wie ich finde, zu Recht erkannt hat, dass man, wenn man in diesem Land sich weiterentwickeln und große Infrastrukturvorhaben umsetzen und realisieren will, Rücksicht auf diese Leute, auf diese Menschen nehmen muss, die davon negativ betroffen sind und Anspruch in Hilfe nehmen wollen.
Dass diese Erkenntnis gewachsen ist, ist, wie ich finde, eine sehr erfreuliche Entwicklung, und wir sollten sie offenkundig wahrnehmen und auch dafür dankbar sein. Beteiligt sind daran viele Bündnispartner. Dieses Papier trägt unter anderem die Unterschrift von Staatsminister Al-Wazir, dem Vorstand der Fraport Frau Anke Giesen, dem DFS-Geschäftsführer Prof. Klaus Heuerle, Lufthansa Fraport CEO Klaus Fröse, Condor-Chef und BDF-Präsident Ralf Teckentrop und BAREC-Generalsekretär Michael Hoppe. Damit wird deutlich, dass wir die in 2012 begonnene Allianz für mehr Lärmschutz erfolgreich in der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten fortgesetzt haben, sie ausgeweitet haben. Und deshalb gilt den Damen und Herren mein besonderer Dank. Man muss überlegen, wo kommen wir her? Ich darf noch einmal daran erinnern, dass diese Entwicklung keinesfalls selbstverständlich ist. Die Fluglärmmodelle lagen nicht auf der Straße, sondern sie mussten hart erarbeitet werden, weil es ein völlig neues Verfahren war. Erst nach eingehender Diskussion mit der Fraport, der Deutschen Flugsicherung sowie der Lufthansa AG konnten aus den 256, ich wiederhole noch einmal, aus 256 denkbaren Varianten 5 Modelle entwickelt und vorgestellt werden, die am ehesten den Zielen entsprechen, wie sie in dem Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eingeflossen sind. Hier heißt es nämlich, weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Fluglärmbelastung zu ergreifen und regelmäßig zu Lärmpausen von 7 Stunden in der Nacht zu kommen. Diese Modelle wurden ergebnisoffen diskutiert mit allen Gremien, mit der Beteiligung der Fluglärmkommission, dem Forum Flughafen und Region. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in dieser Diskussion unabhängig von den Berechnungen des Ministeriums das Verfahren offen gehalten haben und am Ende uns aber auch darüber gefreut haben, das muss man deutlich sagen, dass die Region, die Vertreter der Region im Kern die Annahme des Modells des Verkehrsministeriums bestätigt haben. Wir danken bei dieser Gelegenheit den Mitgliedern des Forums Flughafen, dass sie sich dieser Diskussion, dieser nicht immer leichten Diskussion gestellt haben im Interesse der Anwohner, dass sie zur Entscheidung gekommen sind und damit eine wichtige Grundlage geschaffen haben für die Verringerung des Fluglärms, insbesondere für die im Westen des Flughafens lebenden Menschen in den dortigen Städten und Gemeinden. Wir haben richtigerweise auf eine breite Beteiligung der Kommunen und Gremien gesetzt. Das war keine einsame Entscheidung, sondern es war ein Ergebnis aller Beteiligten. Der Flughafen Frankfurt ist damit im Ergebnis der einzige internationale Flughafen, der ergänzend zu einem Nachtflugverbot von 23 bis 5 Uhr eine solche Lärmpausenregelung realisiert hat. Es ist ein technisch anspruchsvolles Modell, das allen Beteiligten viel abverlangt hat, insbesondere der Flugsicherung. Denn von Anfang an war klar, dass es ein sicher handhabbares Modell sein muss, das gleichzeitig Änderungen im Flugbetrieb und auch in den unmittelbaren Folgen für den Betrieb der unterschiedlichen Bahnen haben wird. Das Modell 4, die sogenannte Betriebsrichtung 25 Westrichtung, ist im Regelbetrieb. Es sieht, wie Sie wissen, vor, dass in der Nachtanstunde von 22 bis 23 Uhr lediglich die Südbahn für die Landeanflüge aus Richtung Osten zu nutzen ist. Diese entlastet insbesondere die Menschen in Offenbach und in Frankfurt. Die Sperrung von Bahnen fügt den vielen Variablen wie Flughöhe, Steig- oder Sinkgeschwindigkeit, Richtung, Flugzeugtyp oder auch die Wetterbedingungen eine weitere hinzu. Das muss in der Sicherheit, in der Abwägung für die Fluglotsen natürlich handhabbar sein. Mit diesem Modell ist uns dieses gelungen. Die Opposition wird uns weiterhin vorwerfen, dass es nur ein Placebo-Effekt ist, dass es eine Verschiebung ist. Wir werden das nachher hören. Aber wenn wir in der Diskussion sind, dann bin ich sehr gespannt, was die Opposition an eigenen Vorschlägen bringt. Was sind Ihre Modelle? Was sind Ihre Vorschläge? Was sind Ihre Alternativen, den Flughafen weiterhin als international wettbewerbsfähig zu halten und auf der anderen Seite aber den berechtigten Interessen der Anwohner entgegenzukommen? Sie können es als Verschieben bezeichnen, aber es ist ein erheblicher Unterschied, ob Sie einen Landeanflug über einem bewohnten Gebiet machen oder über einem Waldgebiet. Das ist völlig unstreitig.
Das ist völlig unstreitig. Und deshalb sage ich noch einmal, wir haben uns darum bemüht, die Situation zu verbessern. Das ist uns gelungen mit den Lärmpausen. Das werden wir auch weiterhin fortsetzen. Anders als so mancher Politiker und Bürgermeister, Oberbürgermeister in der Region, der auf der einen Seite sich für mehr internationalen Flugverkehr in Frankfurt einsetzt, aber auf der anderen Seite den Flughafen bekämpfen will. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist weder ehrlich noch ist es vernünftig. Das ist einfach nur billige Opposition. Die Landesregierung hat mit verschiedenen Maßnahmen deutlich gemacht, was sie von dem Flughafen zu erwarten hat im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, aber auf der anderen Seite auch deutlich gemacht, dass der Flughafen der zentrale Jobmotor für die Region Frankfurt-Rhein-Main ist und bleibt. Und deshalb sind die Maßnahmen im Paket Allianz für mehr Lärmschutz auch weiter fortzuführen, egal ob es die unterschiedlichen Anflugverfahren Kollege sind. Kollege Kasseckert, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Egal ob es die unterschiedlichen Anflugverfahren sind, ob es die technischen Verbesserungen am Fluggerät sind, all das ist Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit den Beteiligten in der Region. Und deshalb sagen wir, ich komme zum Schluss, wenn wir über den Flughafen reden, geht es längst nicht mehr nur noch um ökonomische Fragen. Dazu hat sich die Welt verändert. Natürlich geht es um Stabilität, um Wachstumsperspektive und daraus resultieren auch um Arbeitsplätze. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das heute mit den Lärmpausen ein Schritt in die richtige Richtung. Wir bedanken uns bei allen, die beteiligt sind. Kollege Kasseckert, bitte letzter Satz. Und wir versprechen, dass wir in dem Bemühen, den Lärm zu mindern, nicht nachlassen. Vielen Dank. So, jetzt gibt es noch Zuschläge für die anderen. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben ja vom Kollegen jetzt wenigstens gehört, warum wir diesen Setzpunkt heute diskutieren. Das ist die Grundlage ist der Koalitionsvertrag. Na, immerhin soll der Landtag heute mal nicht beschließen, dass die Koalitionspartner unterschiedliche Auffassungen sind. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Meine Damen und Herren, wir haben eine Rede gehört, und ich bin aber immer noch nicht davon überzeugt, dass die Lärmpausen am anderen Ende nichts anderes sind als eine Mogelpackung. Es sind keine Lärmpausen, sondern sie sind eine Lärmverschiebung. Die Messergebnisse zeigen in den Morgenrandstunden die Entlastung im Bereich Neu-Isenburg, aber auch zeitgleich mehr Belastungen an anderen Orten. Abendrandstunden mit Entlastung am Frankfurter Süden, aber deutliche mehr Belastungen in Offenbach und Neu-Isenburg. Während der Frankfurter Süden insgesamt tendenziell profitiert, wird der Bereich Offenbach deutlich mehr belastet. Verkehrsminister Al-Wazir hat ja im Ausschuss lange dazu ausgeholt und viel Mathematik anwenden müssen, um dieses Projekt quasi zum Erfolg zu erklären. Meine Damen und Herren, aber fragt man dann die Bürgerinnen und Bürger, da sagen 91% der Befragten, dass sie keine Veränderungen feststellen, und 3% sagen sogar, dass sie eine Verschlechterung spüren, und nur 6% sagen, ja, da hat es eine Verbesserung gegeben. In den Morgenstunden 88% sagen keine Veränderung, 5% sagen eine Verbesserung. Die große Mehrheit der Befragten stellt keine Verbesserung durch Lärmpausen fest. In den Morgenrandstunden sogar eher eine Verschlechterung. Die Flughafenkritiker fühlen sich getäuscht. Man spricht hier zu Recht von einer Mogelpackung. Und, meine Damen und Herren, das wirft andere Fragen dann zusätzlich auf, weil wir ja, Herr Kollege, Sie werden es nicht glauben, aber auch wir treffen uns mit den Flughafenkritikern. Es gab in der Tat jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten, Herr Kollege Wagner. Aber in der Feststellung, dass das Modell der Lärmpausen eine Mogelpackung ist, da waren wir uns dann einig.
Meine Damen und Herren, fraglich auch, ob die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts, Herr Wagner, Sie sind ja morgens früh schon sehr munter, aber wenn Sie etwas zu sagen haben, kommen Sie doch einfach nach vorne. Das ist einfach. Meine Damen und Herren, fraglich ist auch, ob die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts hinsichtlich langsam an und Kolleginnen und Kollegen, also die Einzelschallereignisse sind ja übersichtlich, aber der Lärmpegel heute Morgen und der Lärmteppich sollte etwas gedämpft werden. Meine Damen und Herren, ich versuche es noch einmal. Es ist eben fraglich, ob die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts hinsichtlich langsam an- und abschwellender Lärms in Richtung Nachtflugverbotszeiten auch dadurch umgesetzt wird. Meine Damen und Herren, wenn Lärm in bestimmten Gebieten mit weniger politischen Lobby, sagen wir das mal, zunimmt, dann haben wir eine Frage, die sich eben aufwirft. Sie verlassen nach meiner Überzeugung, Sie verlassen damit den Grundsatz, Entscheidungen nach objektiv überprüfbaren Kriterien zu fällen. Wer am lautesten schreit, bekommt Recht. Aber das sollte kein Prinzip in einem Rechtsstaat sein. Meine Damen und Herren, rechtlich sind Lärmpausen freiwillig. Sie können jederzeit aufgekündigt werden. Und weil der Kollege uns eben gefragt hat, was unsere Alternativen sind, meine Damen und Herren, wir haben das Nachtflugverbot erst rechtssicher gemacht. Das wird oft vergessen an dieser Stelle, welche Situation wir hatten, bevor Dieter Posch dieses Nachtflugverbot auch rechtlich einwandfrei umgesetzt hat. Und, meine Damen und Herren, wir haben immer auf den aktiven und passiven Lärmschutz gesetzt. Auch da nehmen Sie den Druck aus dem Kessel auf die Fluggesellschaften, weil Sie jetzt hier so eine Alibi-Veranstaltung machen. Meine Damen und Herren, Kapazitätseinschränkungen, und das ist ja nun zu erwarten, Kapazitätseinschränkungen darf es ausdrücklich nicht geben. Und dass wir das befürchten, das zeigen einmal die Pläne, die Sie haben beim Klimaaktionsplan haben. Das zeigt aber auch, dass die CDU bei der Luftverkehrssteuer als Partner mittlerweile komplett ausfällt. Und das zeigt eben auch Ihre Absicht, Lärmobergrenzen einzuführen. Und, Herr Kollege, da muss man einmal fragen, was ist denn, wenn die Kapazitäten es erfordern, dass alle Bahnen bis 23 Uhr belegt werden? Wie funktioniert dann noch Ihr Modell der Lärmpausen? Wie steht denn die CDU weiterhin zum Flughafen, ihn weiterzuentwickeln als internationales Drehkreuz? Stehen Sie noch zu dem Geschäftsmodell des Frankfurter Flughafens? Und, meine Damen und Herren, will die CDU Einschränkungen und damit Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitsplätze akzeptieren? Wo kommt dieser Sinneswandel her, meine Damen und Herren? Nun, wir haben es am Eingang Ihrer Rede gehört, weil das Projekt Schwarz-Grün in Hessen auch für Berlin gelten soll. Wohin dieser Weg der CDU geführt hat, sehen wir am besten in Baden-Württemberg. Warum bauen wir denn den Terminal 3, wenn nicht geflogen werden darf? Natürlich haben wir den Flughafen ausgebaut, um mehr Kapazitäten, um mehr Flugbewegungen am Ende möglich zu machen. Meine Damen und Herren, der Antrag der CDU steckt voller Widersprüche. Wir werden diesen ablehnen. Und, meine Damen und Herren, die Lärmpausen am Frankfurter Flughafen als Erfolg zu verbuchen, ist mutig, denn die Bilanz fällt eher bescheiden aus. Trotzdem will Verkehrsminister Al-Wazir die Lärmpausen erhalten. Das wird kaum möglich sein. Das ist nicht mein Kommentar, sondern das schreibt die FAZ am 12. Februar dieses Jahres. Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Als Nächster spricht Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Ja. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kasseckert, das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass Sie mich hier schon dreimal erwähnen, was ich dann alles sagen werde, obwohl ich noch nicht ein einziges Wort gesagt habe. Aber in der Tat, ich bin schon einigermaßen überrascht von der Wahl dieses Setzpunktes.
Die Themenarmut der hessischen CDU ist bekannt. Nicht einmal auf dem Landesparteitag am Samstag wurde inhaltlich diskutiert. Dass Sie jetzt aber sogar schon auf die Flughafenthemen der GRÜNEN zurückgreifen und noch dazu auf so ausgelutschte, ist schon sehr bemerkenswert. Ich habe in der Hessenschau am Samstag gesehen, dass die CDU auf ihrem Landesparteitag als Bühnendeko ein Lotsenfahrzeug vom Flughafen hatte. Was man in der Hessenschau allerdings nicht gesehen hat, in dem Auto mit der großen Aufschrift Follow Me saß Frank Kaufmann am Steuer. Anders ist das hier heute nicht zu erklären. Herr Kasseckert, was Sie heute hier hätten sagen können, hätte man in einem Satz sagen können. Das Modell ist von Probe in Regelbetrieb übergegangen. Ansonsten haben Sie hier nichts Neues gesagt, aber auch gar nichts. Es gibt ja auch nichts. Die Lärmpausen haben weiterhin einen zweifelhaften Erfolg. Sie funktionieren nur bei einer Betriebsrichtung. Klare Verlierer sind die Betroffenen des alten Parallelbahnsystems. Es gibt morgens eine deutliche Verteilung zulasten derer. Es gibt viel mehr Landungen morgens auf der 25C statt auf der Landebahn 25R. Morgens, das hat der Kollege Lenders eben schon gesagt, sagen 95% und abends 94% der Betroffenen, dass sie keine Veränderung oder sogar eine Verschlechterung spüren. Das habe ich hier im letzten Jahr vorhergesagt. Instabil ist das Lärmpausenmodell. Funktioniert nur bei gutem Wetter, nicht bei schlechtem oder anderen äußeren Umständen. Im Juni gibt es bisher eine richtig schlechte Quote. In den letzten 10 Tagen gab es nur 2 Tage, wo es morgens und abends Lärmpausen gab, trotz Betriebsrichtung 25 und nicht nach meinen Kriterien, sondern nach den Kriterien von Minister Al-Wazir, dessen Statistik zu den Lärmpausen selbst Thomas de Maizière als zu einseitig ablehnen würde. Das Wort instabil ist übrigens nicht von mir, sondern von der DSF. Instabil deshalb, weil sie so anfällig sind und mittelfristig bei steigendem Verkehr sowieso nicht mehr funktionieren. Man könnte auch sagen, die schwarz-grünen Lärmpausen sind in etwa so belastbar wie die Trikots der Schweizer Nationalmannschaft. Zuletzt zum Thema Lärmpausen. Es bleibt auch nach der neuen Vereinbarung alles freiwillig und unverbindlich. Wenn nur ein Akteur, nur eine Airline sagt, dass sie dieses Modell nicht mehr will, dann sind die Lärmpausen sofort Geschichte. Das eigentlich Erstaunliche ist aber, und wie ich finde auch ärgerlich, dass die ehemalige Wirtschaftspartei CDU dieses Thema hier heute setzt. Bei der Situation, den Herausforderungen und den Zahlen, die ganz aktuell Hessens größte Arbeitsstätte Fraport, Hessens größten Arbeitgeber Lufthansa und die gesamte hessische Luftverkehrswirtschaft beschäftigen. Da setzt die CDU hier das Thema Lärmpausen. Herr Dr. Arnold, Herr Reif, Herr Caspar, wessen Idee war denn das? Ich sage Ihnen, was die SPD gerade beschäftigt und wovon ich dachte, dass die ehemalige Wirtschaftspartei CDU daran auch Interesse hätte. Die Passagierzahlen der Fraport sind im Mai um 5,5% im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Zahlen mal derart nach unten gegangen sind, wie vermutlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Ein Grund ist unter anderem die Terrorangst. Und das ist kein reines Fraport-Problem. Die Lufthansa hatte im Mai konzernweit einen Rückgang um fast 7%. Das zeigt zum einen die Abhängigkeit der Fraport von der Lufthansa, wenn mehr als 50% der Verkehre in Frankfurt Lufthansa-Verkehre sind. Zum anderen erklärt das, dass der Fraport-Vorstand jetzt auch über Low-Coster in Frankfurt spekuliert. Vor allem zeigt das aber, die für Hessen enorm wichtige Luftverkehrsbranche steht vor großen Herausforderungen. Und ich hätte gerne von einer CDU-geführten Landesregierung eine CDU-geführte Landesregierung, die dies erkennt und sich darum kümmert, statt nur ihrem grünen Verkehrsminister hinterherzulaufen. Die Konkurrenz für die deutschen Airlines ist hart, vor allem aus den subventionsfreudigen Golfstaaten. Deshalb ist es gut, dass die EU jetzt über Luftabkommen, vor allem mit Katar und den Emiraten, verhandelt. Vom hessischen Wirtschaftsminister habe ich da noch gar nichts zu gehört. Die Lufthansa ist in einem enormen Umbruch, den vor allem die Beschäftigten zu spüren bekommen. Beim Caterer LSG werden 1.700 Vollzeitstellen gestrichen.
Lufthansa Cargo streicht wohl 400 Stellen alleine in Frankfurt. Frau Bächle-Scholz, ich habe im Plan gesehen, dass Sie heute Nachmittag Gäste der LA Cargo haben. Ich bin mir ziemlich sicher, die möchten lieber darüber reden als über die Lärmpausen. Gerade gestern kam die Meldung, dass die Lufthansa Technik ein neues Wartungscenter für die Triebwerke der 747 und 777 nach Budapest verlagert. Mindestens 50 Arbeitsplätze. Die Wartung wurde bisher in Frankfurt gemacht. LA Technik, das ist übrigens die Tochter, bei deren Spatenstich für eine 60-Millionen-Investition in Frankfurt nicht ein einziges Mitglied der Landesregierung anwesend war. Wahrscheinlich hatte der Minister gerade etwas anderes zu tun, und der Staatssekretär hat sich erklären lassen, wie man bei Personalentscheidungen die Mitarbeitervertretung zu beteiligen hat. Und jetzt habe ich noch gar nicht über den Abgang der Finanzchefin, die aggressiven Low-Coster und die noch nicht ausgeräumten Tarifkonflikte bei der Lufthansa gesprochen. Aber Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, möchten ja lieber über Lärmpausen reden. Die hessische CDU scheint mir wirtschaftspolitisch völlig entkernt zu sein. Statt dass von der Landesregierung hier darüber geredet wird, wie man die hessische Luftverkehrsindustrie wettbewerbsfähig halten kann, wie man Jobs sichern kann und sogar ausbauen kann, wird hier von der CDU hinter solchen grünen Profilierungsplacebos wie den Lärmpausen hergelaufen. Noch schlimmer sogar, die grüne Umweltministerin lässt für ihren Klimaschutzplan 2025 munter die Einführung einer Kerosinsteuer und die Erhöhung der Luftverkehrssteuer diskutieren. Im Wirtschaftsflügel der Union gibt es dazu auch nicht den geringsten Mucks zu solchen Vorschlägen der eigenen Landesregierung, deren Umsetzung den wichtigsten Bereich der hessischen Wirtschaft nicht nur noch weiter im Wettbewerb benachteiligen, sondern sogar existenziell bedrohen würde. Dies ist keine gute Wirtschaftspolitik für unser Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine letzte Zahl noch, die belegt, dass diese Politik keine gute Entwicklung bewirkt. Letzten Donnerstag hat der Bund-Länder-Arbeitskreis zur Erwerbstätigenrechnung die Zahlen für das erste Quartal 2016 veröffentlicht, in der Selbstständige und Arbeitnehmer veröffentlicht werden. Hessen lag da in der Entwicklung deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. So etwas kommt von so etwas. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, emanzipieren Sie sich vom schwarz-grünen Kuscheldiktat. Erlauben Sie sich mal wieder mutig, eigene Akzente zu setzen in der Wirtschaftspolitik und eigene Schwerpunkte und Setzpunkte zu entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Kaufmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute über Lärmpausen sprechen, dann sollten wir einen Blick in die durchaus spannende Historie der jüngsten noch laufenden Flughafenausbaumaßnahmen in Frankfurt werfen. Schließlich fußt die in diesem Zusammenhang ja gerade streitig geführte Auseinandersetzung über den Begriff Lärmverschiebung auf einer bereits längeren Historie. Um es klarzumachen, die deutlich umfangreichste Verschiebung von Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet wurde in diesem Haus am 31. Mai 2007 mit großer Mehrheit beschlossen. Damals nämlich ratifizierte der Landtag die Änderung des Landesentwicklungsplans, mit der die zusätzliche Landebahn am Flughafen Frankfurt in ihrer Lage als Nordwestbahn bestimmt wurde. Und genau durch diesen Beschluss wurden die Menschen, die im Frankfurter Süden leben, ebenso wie die Bewohnerinnen von Hochheim, Flörsheim und Hattersheim, unter einen Lärmteppich bislang von ihnen nicht gekannter Lautstärke gezwungen. Und beschlossen wurde dies übrigens nicht nur von der damals mit absoluter Mehrheit der regierenden CDU, sondern gleichermaßen von den Fraktionen der FDP und der SPD, letztere mit zwei rühmlichen Ausnahmen. Meine Damen und Herren, dieser Beschluss stand übrigens inhaltlich im klaren Widerspruch zu der Begründung des Planfeststellungsbeschlusses, der seinerzeit zur Genehmigung der Startbahn 18 West ergangen war. Dort wurde versprochen, dass eine weitere Start- und Landebahn auf keinen Fall mehr genehmigt werde. Dieses Versprechen war damals
in grauer Vorzeit sozusagen, obendrein ergänzt durch schriftlich fixierte Feststellung, dass eine weitere Parallelbahn schon deshalb nicht in Frage kommen könne, weil sie unter einer unzumutbaren Fluglärmbelastung in bereits vorhandenen Siedlungsgebieten führen würde. Desungeachtet, ich sagte es, gab es eine breite Zustimmung zu dieser in Anführungszeichen Unzumutbarkeit, das heißt zu der Verschiebung der Anflugrouten, die sich ja auf die neue Landebahn richten. Und diese räumliche Verschiebung von Fluglärm wurde dann ab November 2011 für viele grausame Realität, dass selbst diejenigen, die sie 2007 beschlossen hatten, erkennbar erschreckten. Und seitdem, meine Damen und Herren, hat das Thema Verringerung der Fluglärmbelastung in diesem Hause, ich begrüße das außerordentlich, sehr viele engagierte Unterstützer, außer bei der FDP, gefunden und auch viele vernünftige Vorschläge hervorgebracht. In den Verhandlungen zur Koalitionsvereinbarung mit der CDU konnten wir GRÜNE das Thema Reduzierung der Fluglärmbelastung mit neuem Schwung versehen, sodass die schwarz-grüne Koalition jetzt das vertraglich vereinbarte gemeinsame Ziel hat, die mit dem Betrieb des Flughafens einhergehenden Belastungen für Mensch und Umwelt in einem höchstmöglichen Maß rasch wirksam zu verringern. Meine Damen und Herren, in Verfolgung dieses Ziels haben wir im Koalitionsvertrag konsequenterweise dann die Lärmpausen genauer beschrieben. Der Kollege Kasseckert hat es bereits zitiert. Was daraus folgte, ist eine ausgesprochene Erfolgsgeschichte. 2013 vereinbart, 2014 konzipiert, 2015 ausprobiert und 2016 zum Regelbetrieb gemacht. Meine Damen und Herren, auch wenn es der Opposition nicht passt, Schwarz-Grün hat wie angekündigt gehandelt und war sehr erfolgreich dabei. Skepsis und anfängliche Widerstände konnten überwunden und am Ende ein Konsens aller Beteiligten erzielt werden. In der alltäglichen Praxis bewährt sich das Konzept der Lärmpausen und führt zu einer spürbaren Entlastung. Meine Damen und Herren, in der Zeit der Erarbeitung und des Probetriebs wurden Minister Al-Wazir und auch wir GRÜNE gern und reichlich mit Schmähkritik überschüttet. Der häufigste Vorwurf war dabei, wir haben ihn heute auch schon mehrfach gehört, die Lärmpausen seien ja lediglich eine Lärmverschiebung. Zum wiederholten Mal will ich hier feststellen und heute vielleicht hoffentlich abschließend, dass dieser Vorwurf schon deshalb ins Leere geht, weil, wie bereits dargestellt, auch die Inbetriebnahme der Nordwestbahn nichts anderes bewirkte als eine Lärmverschiebung. Wenn nämlich die Zahl der lärmerzeugenden Flugzeuge seit 2007 stagniert, ja sogar leicht rückläufig ist, gibt es insgesamt keinen Zuwachs bei den Fluglärmmengen. Wenn nun seit November 2011 rund die Hälfte der Flugzeuge eine neue Landebahn ansteuert und damit auch andere Anflugverfahren verwendet, ist dies eine Umverteilung der Lärmbelastung, also genau eine solche Verschiebung. Sie ging zulasten der Bewohnerinnen unter den neuen Anflugrouten und entlastete, zumindest bei der Zahl der Überflüge und der damit verbundenen Fluglärmmenge, die bisher belasteten, eine Veränderung der Belastung durch eine Verschiebung des Fluglärms. Das ist die Geschichte der Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest. Und deshalb sagt doch schon allein die Logik, dass zur Verringerung der Belastung eine klug gesteuerte, zeitlich variierte Nutzung der Landebahn einen positiven Effekt bewirkt, weil diesmal nämlich eine Lärmverschiebung zugunsten von Betroffenen durchgeführt wird. Und genau dies wurde im Probebetrieb realisiert und evaluiert. Die Daten kennen Sie, das aus dem Monitoringbericht. Ich will sie deshalb hier gar nicht alle wiederholen. Es gibt eindeutig messbare und wahrgenommene Entlastungen, vor allem im Frankfurter Süden. Deshalb konnte auch festgestellt werden, dass die Mehrheit der Menschen, nämlich eine sehr große, mehr als zwei Drittel, wollen, dass die Lärmpausen als Regel weitergeführt werden. Und genau dieses ist nunmehr mit allen Beteiligten vereinbart, im Rahmen einer freiwilligen Vereinbarung auch rechtlich abgesichert. Zu den Einwänden, die gerade vorgetragen wurden, alle Redner, die das kritisiert haben, insbesondere Kollege Lenders, was denn die Zukunft brächte, haben schon wieder vergessen, dass im Planfeststellungsbeschluss für die beiden
Nachtrandstunden, die eine verringerte Zahl von Flugbewegungen nur genehmigt ist. Das heißt, das Auffüllen, was Sie hier gerade an die Wand gemalt haben, ist, und ich sage deutlich, glücklicherweise in diesen beiden Stunden gar nicht möglich. Die Grundlage für die Lärmpausen wird also dauerhaft bestehen bleiben. Meine Damen und Herren, wir machen also heute auch mit dieser Debatte einen dicken grünen Haken an das Projekt Lärmpausen. Eine wesentliche Etappe ist absolviert. Die Lärmpausen sind eingeführt in der Version 1.0. Das soll sogleich heißen, dass wir uns natürlich der Fortentwicklung weiter widmen werden. Denn niemand hat gesagt, dass mit den ersten Lärmpausen jetzt Schluss sei im Engagement für mehr Schutz vor Fluglärm. Ich erinnere an den Koalitionsvertrag. Meine Damen und Herren, während wir uns also weiter für mehr Lärmschutz engagieren, wird die nächste kleinliche Anfrage des FDP-Kollegen Lenders zur Rechtsqualität bzw. rechtlichen Grundlagen der Lärmpausen nicht lange auf sich warten lassen. Vielleicht haben ja auch noch andere Kolleginnen aus der Opposition werden es richtig finden, dass ihre Beiträge zum Lärmschutz sich ausschließlich immer auf dieselben Fragen im Parlament beschränken. Ich muss Sie allerdings dabei daran erinnern, dass Sie auf diese Weise keinen wirklichen Beitrag zur Verringerung der Fluglärmbelastung für die Menschen in der Region leisten. Meine Damen und Herren, deswegen kann ich abschließend feststellen, dass sich Regierung und Opposition in dieser Frage, nämlich der Verringerung der Fluglärmbelastung, deutlich unterscheiden. Wir tun das Richtige, und Sie meckern nur rum. Das kann meiner Meinung nach weiterhin so bleiben. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Wissler, DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, die sogenannten Lärmpausen am Frankfurter Flughafen sind jetzt nach einer einjährigen Testphase in den Regelbetrieb gegangen. Wir sprechen hier über das stundenweise Schließen einer Landebahn in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr abends und 5 und 6 Uhr morgens. Dabei wird wohlgemerkt nicht weniger gestartet und gelandet. Es fliegt kein Flugzeug weniger, es fliegt eben nur über eine andere Bahn. Das heißt, wir haben, und davon haben wir von Anfang an gesprochen, es findet keine Lärmreduzierung statt, es findet eigentlich auch keine Lärmpause statt, sondern um was es hier geht, ist eine Verschiebung von Lärm, meine Damen und Herren. Und das bedeutet, dass es für einige mal eine Stunde leiser wird und für andere dafür lauter. Der Lärm wird gebündelt und umverteilt, und das ist eine Mogelpackung und bringt natürlich überhaupt keine echte Entlastung für die Anwohnerinnen und Anwohner. Und von verlässlichen Lärmpausen kann überhaupt keine Rede sein. Und das hat der Minister ja auch selber eingeräumt. Letztlich ist es vom Wetter abhängig und vom Wind abhängig, denn wir wissen ja alle, dass die Lärmpause nur bei einer Windrichtung, also nur bei Westwind, funktioniert. Es ist abhängig davon, ob irgendwo gestreikt wird, ob irgendwo Engpässe entstehen. Und von solchen Faktoren ist abhängig, ob die Lärmpause überhaupt eingehalten werden kann. Und Wind und Wetter sind bekanntlich nicht planbar. Und bei unbeständigem Wetter, das sehen wir ja immer wieder, gibt es größte Probleme, die Lärmpause überhaupt einzuhalten. Deshalb können sich dann die Menschen quasi abends im Internet informieren, ob sie voraussichtlich eine Stunde früher ins Bett gehen können, ohne aus dem Schlaf gerissen werden. Sie können auch schon einmal nachschauen, ob sie voraussichtlich ein bisschen länger schlafen können, also dass sie nicht um 5, sondern erst um 6 aus dem Schlaf gerissen werden. Aber selbst das ist ja keine Garantie. Selbst darauf können sie sich nicht verlassen. Und deswegen fühlen sich die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner zu Recht veralbert. Wenn man sich einmal anschaut, in welchem Verhältnis die politische Inszenierung dieser Lärmpausen zum mageren Ergebnis steht. Die Lärmverschiebungen rund um den Frankfurter Flughafen bleiben eine politische Verzweiflungstat. Sie versuchen, Aktionismus gegen Fluglärm hier zu demonstrieren, ohne aber auch nur einen Flieger weniger fliegen zu lassen. Deswegen hat das Bündnis der Bürgerinitiativen die Lärmpausen zu Recht als reine PR-Aktion bezeichnet. Und auch die betroffenen Kommunen sind ja
keineswegs überzeugt. Der Bürgermeister von Mülheim am Main beispielsweise hat noch einmal erklärt, die Lärmpausen seien nicht zielführend und sie seien eine klare Mogelpackung. Deswegen habe er gegen den Regelbetrieb votiert. Auch die kürzlich vorgelegte wissenschaftliche Evaluierung samt einer repräsentativen Befragung der Menschen hat der Zweifel aufgeworfen. Die Messungen haben erwartungsgemäß aufgezeigt, dass es teilweise leiser und teilweise lauter geworden ist an verschiedenen Stellen und dass über 90% der Befragten durch den Behobebetrieb überhaupt keine Verbesserungen in ihrem Alltag wahrnehmen. Und das Zehntel, das eine Veränderung überhaupt wahrgenommen hat, das hat sogar festgestellt, dass es bei den morgendlichen Lärmpausen sogar schlechter ist als vorher. Das haben die Befragten mehrheitlich festgestellt. Und deswegen, ja, das Lärmpausenmodell ist eine Mogelpackung. Und spätestens dann, wenn sich die Zahl der Flugbewegungen in den sogenannten Nacht-Randstunden den genehmigten durchschnittlich 133 Flügen nähert, sind die Lärmpausen auch faktisch nicht mehr realisierbar. Das Lärmpausenmodell basiert komplett auf Freiwilligkeit. Und die Fraport und auch die Fluggesellschaften werden dieses Lärmpausenmodell genau so lange hinnehmen, wie es die Kapazitäten, die dadurch nicht genutzt werden können, noch nicht zu Geld machen kann. Und das hat Herr Kasseckert ja eben in seiner Rede auch gesagt. Er hat gesagt, Lärmschutz, solange es ökonomisch oder im Rahmen, wie es ökonomisch vertretbar ist. Und da haben wir eine grundsätzlich andere Position, weil wir sagen, die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen in der Region muss Vorrang haben vor den Profitinteressen der Fraport und der Fluggesellschaften. Und das ist genau das Problem, dass der Ausbau ja weitergeht. Also, Herr Kaufmann hat ja eben den Lärmteppich beschrieben und natürlich und auch beschrieben, welche Auswirkungen das hat auf die Anwohnerinnen und Anwohner, die eben ihre Fenster nicht mehr öffnen können, die aus dem Schlaf gerissen werden, Kinder, die dadurch massiv beeinträchtigt sind. Nur der Ausbau ist ja keineswegs gestoppt, sondern es geht ja noch weiter. Und da will ich noch schon noch mal kurz was sagen zum Thema auch Terminal 3, weil damit ja natürlich neue Kapazitäten geschaffen werden, die dann wieder zumindest Fraport sich davon verspricht, dass es wachsende Passagierzahlen geben wird. Und dieses Passagierwachstum, das hat Fraport in den letzten Jahren durch immer größere und besser ausgelastete Flugzeuge erreicht. Aber wenn dieses Potenzial ausgeschöpft ist, dann wird die Zahl der Flugbewegungen eben auch steigen. Und auch beim Terminal 3 haben die Grünen ja mächtig rumgeeiert. Alle Maßnahmen, die den Bau tatsächlich noch hätten verhindern können, wurden gemieden. Und die schwarz-grüne Stadtregierung in Frankfurt hat die Baugenehmigung schon erteilt, dass der grüne Verkehrsminister auf Landesebene noch angekündigt hat, den Bedarf noch einmal zu prüfen. Und bei dieser Bedarfsprüfung, wir wissen alle, was dabei rauskam, so ein, ich sag mal, entschiedenes, na ja, überlegt es euch doch noch einmal in Richtung Fraport und verbunden mit dem Satz, Baurecht ist keine Baupflicht des Ministers. Als würde ein börsennotiertes und gewinnorientiertes Unternehmen wie Fraport auf Wachstumsmöglichkeiten verzichten, wenn sie ihm erlaubt werden. Meine Damen und Herren, so funktioniert eben unser Wirtschaftssystem nicht. Unternehmen nehmen leider wenig Rücksicht auf den Schutz der Menschen, wenn sie ihren Gewinn maximieren können. Und deswegen ist es nicht die Aufgabe der Politik, an das Gewissen oder die Vernunft der Unternehmen zu appellieren, sondern es ist Aufgabe des Gesetzgebers, diesem Wachstumsstreben Grenzen aufzuzeigen und deutlich zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und deswegen brauchen wir auch verbindliche Regelungen, verbindliche gesetzliche Regelungen und nicht das nächste Modell, das auf Freiwilligkeit, auf Goodwill von Fraport und den Fluggesellschaften setzt und was einfach nicht mehr funktionieren wird, sobald die Zahl der Flugbewegungen steigen wird. Wirklich leiser würde es nur werden, wenn die Zahl der Flüge am Frankfurter Flughafen reduziert und gedeckelt würde. Das war eine Forderung, die die GRÜNEN auch bis vor Kurzem noch gestellt haben. Wir brauchen ein echtes achtstündiges Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr und nicht die Verschiebung von Lärm in den sogenannten Nachtrandstunden. Wir sind der Meinung, wir bräuchten endlich so etwas wie ein deutschlandweites oder gar ein europaweites Flughafenkonzept. Weil es ist doch ein Problem, dass ein Flughafen nach dem anderen ausgebaut wird, völlig unsinnige Regionalflughäfen, darüber reden wir morgen, aus dem Boden schießen und es überall Überkapazitäten gibt. Gerade in Zeiten des Klimawandels wäre es doch dringend notwendig, sich anzuschauen, welche Flughäfen brauchen wir wirklich, welcher Flughafen kann welche Rolle spielen. Und deswegen wäre es viel sinnvoller, hier endlich einmal zu einem übergeordneten Konzept zu kommen. Und notwendig
wäre es auch, Kurzstreckenflüge stärker auf die Schiene zu verlagern. Eine Kleine Anfrage unserer Bundestagsfraktion hat erst vor wenigen Wochen ergeben, dass in Frankfurt im vergangenen Jahr über 125.000 Flüge mit einer Streckenlänge unter 600 km starten. Das ist mehr als jeder vierte Flug, nämlich 27% der Flüge. Und ich meine, dass mehrfach vom Frankfurter Flughafen aus nach Stuttgart geflogen wird. Ich finde, das ist schon eine Frage, die man mal diskutieren kann und wo man wirklich die Frage Verlagerung von Flügen auf die Bahn eine ganz entscheidende Rolle spielen kann. Deswegen, wir brauchen ein Umsteuern in der Flughafenpolitik. Ein Flughafen inmitten eines Ballungsraums kann nicht immer weiter wachsen. Und die Fraport wird eben nicht freiwillig auf Wachstum verzichten, wenn hier keine Grenzen aufgezeigt werden. Und ich will auch noch einmal darauf hinweisen, dass es bei der ganzen Debatte ja nicht nur um Lärm geht, auch wenn wir hier in allererster Linie immer über Lärm reden. Aber es geht auch um die Schadstoffbelastung der Region. Und es geht eben auch um die Klimapolitik des Landes. Und natürlich läuft es allen klimapolitischen Absichtserklärungen des Landes zuwider, wenn man immer weiter auf wachsenden Flugverkehr setzt. Deswegen, SPD, CDU, FDP haben damals den Bau der Nordwestlandebahn durchgesetzt. Das war ein schwerer Fehler. Und statt das zu korrigieren und jetzt wirklich Korrekturen durchzusetzen, gehen Sie, Herr Al-Wazir, das ist das Problem, diesen Weg faktisch weiter. Jetzt entsteht das Terminal 3, und dem Wachstumsstreben der Luftfahrtindustrie wird nichts entgegengesetzt. Und deswegen, diese schwarz-grüne Landesregierung hat sich leider als eine weitere Flughafenausbauregierung erwiesen. Und davon soll ein Placebo namens Lärmpausen ablenken. Um nichts anderes geht es hier. Und ich finde, das haben die Menschen in der Region, die leiden unter dem Fluglärm, nicht verdient, dass sie in einer solchen Art und Weise auch noch verschaukelt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was haben wir uns in den letzten zwei Jahren nicht alles anhören müssen, auch in diesem Plenarsaal, als es um die Lärmpausen ging? Ich stelle fest, die siebenstündigen Lärmpausen am Frankfurter Flughafen haben den Praxistest mit Bravour bestanden. Die Wirksamkeit konnte nach über einem Jahr Probebetrieb nachgewiesen werden. Der Lärm in der Stunde vor und in der Stunde nach dem Nachtflugverbot ist messbar weniger geworden. Und im Ergebnis erhalten Zehntausende Menschen im Rhein-Main-Gebiet durch eine intelligentere Bahnennutzung seit über einem Jahr eine zusätzliche Stunde Ruhe. Und deswegen haben wir, weil das ein Erfolg ist, im letzten Monat die Lärmpausen in den Regelbetrieb überführt, meine Damen und Herren. Und das ist auch gut so. Und wenn ich ein bisschen zurückblicke, das hat ja teilweise der Kollege Weiß immer noch gemacht in seinem Redebeitrag, obwohl er ja von der Wirklichkeit widerlegt worden ist. Was haben wir uns auch in diesem Bereich nicht alles anhören müssen? Am Anfang hieß es, das geht betrieblich gar nicht. Das ist unmöglich umzusetzen, sagen im laufenden Betrieb. Kapazität reicht nicht, instabil hat er wieder genannt. Ich stelle einfach einmal fest, 23. April 2015, Beginn des Probebetriebs, und wir haben über ein ganzes Jahr hinweg, also von Ende April 2015 bis Ende Mai 2016, eine Anwendungsquote bei Westbetrieb in den Nachtrandstunden von morgens 96% und abends 92%. Also, die Wirklichkeit hat gezeigt, es funktioniert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich gab es einmal, Stichwort Wetterereignisse, eine schlechte Quote. Ja, wir haben in diesem Juni eine schlechte Quote. Aber da frage ich Sie manchmal, Herr Kollege Weiß, ich meine, haben Sie einmal rausgeguckt in den letzten zwei Wochen, was da draußen los ist? Ich meine, dass ich jetzt von Ihnen auch noch dafür verantwortlich gemacht werde, dass es Gewitter- und Starkregenereignisse gibt, das finde ich toll, aber so viel Kraft habe ich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist übrigens die
Es ist übrigens die umgekehrte Omega-Wetterlage, um genau zu sehen. Vielleicht wird sie auch durch heiße Luft im Zentrum des Rhein-Main-Gebietes hervorgerufen. Das sollten Sie sich einmal überlegen. So, dann gibt es den Vorwurf von SPD und LINKEN. Es ist ja gar keine Lärmreduzierung, es ist nur eine Lärmverschiebung. Da will ich Ihnen ausdrücklich sagen, wir haben im Rhein-Main-Gebiet eine Menge an Messstationen, die messen den Lärm. Die werden betrieben von der Fraport, die werden betrieben vom Umwelt- und Nachbarschaftshaus, die werden teilweise auch von privaten betrieben. Und das Ergebnis des Monitorings ist schlicht, dass wir unter dem Strich eine deutliche Lärmreduzierung in diesen beiden Stunden haben. Unter dem Strich. Wir haben abends unter der Anflugroute der Landebahn Nordwest eine Reduzierung von bis zu 10 Dezibel. Das muss man sich einmal, wenn man weiß, zu sagen, wie viel das ist, von bis zu 10 Dezibel, das heißt, faktisch ist es da weg in dieser Stunde. Und natürlich, was da nicht landet, landet auf der anderen Bahn, landet also im Süden. Und das bedeutet aber, und da gucken wir uns die Messergebnisse aus Neu-Isenburg an, wir haben abends dort eine zusätzliche Belastung von 4,5 Dezibel, aber morgens eine Entlastung von 6 Dezibel. Das heißt, unter dem Strich ist es eine Lärmreduzierung. Was kann man da eigentlich dagegen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren? Die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass wir weitermachen. Wir haben übrigens, es war die erste Lärmschutzmaßnahme, die erste Maßnahme des aktiven Lärmschutzes, die von einem Monitoring begleitet worden ist, was nicht nur Fokusgruppen gemacht hat, um zu wissen, wie kommt es bei den Leuten an, wie wird es wahrgenommen, was gibt es für Veränderungsvorschläge, sondern auch repräsentative Umfragen. Und 71% der Befragten haben gesagt, sie wollen, dass dieses Modell weitergeführt wird und genau das tun wir jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch die Fluglärmkommission hatte sich dafür ausgesprochen. Die war ja am Anfang noch sehr skeptisch, war am Ende auch überzeugt von den faktischen Ergebnissen. Und genau deswegen machen wir das jetzt. Und das ist am Ende. Dass es am Ende auch Leute gab, die gesagt haben, es hat ihr Alltagsleben nicht verändert. Das ist natürlich eine hohe Hürde, das Alltagsleben zu verändern. Also, wir haben gefragt, weil wir interessiert sind daran, was die Menschen spüren, weil wir interessiert sind daran, was die Menschen wahrnehmen, weil wir weiter daran arbeiten, dass wir andere und nächste Lärmschutzmaßnahmen machen, die genau auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Wenn Sie nicht wissen wollen, was die Leute wollen, weil Sie nur sozusagen Ihre eigenen Parolen nachbeten, dann ist das Ihr Problem. Wir arbeiten kontinuierlich weiter an der Reduzierung des Lärms. Deswegen will ich Ihnen ausdrücklich sagen, die Lärmpausen natürlich, und das haben wir von Anfang an gesagt, die Lärmpausen sind kein Allheilmittel gegen den Fluglärm in der Region. Mir ist sehr bewusst, dass manche Gebiete mehr und andere Gebiete weniger profitieren. Wir wissen, dass wir noch an anderen und weiteren Maßnahmen arbeiten müssen. Wir werden ja, natürlich, da sagen Sie doch nicht, aha, Herr Lenders, wir werden an anderen Maßnahmen des aktiven Schallschutzes arbeiten, weil wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, um jedes Dezibel kämpfen, insbesondere in den sensiblen Nachtrandstunden. Und ich will, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will, dass der Frankfurter Flughafen Vorreiter dafür ist, wie man einen großen internationalen Flughafen möglichst lärmarm betreibt, ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens zu gefährden. Beides gehört zusammen. Man muss nur die richtige Balance finden. Und ich will ausdrücklich sagen, wir arbeiten gerade an einem Vorschlag, wie Lärmobergrenzen in die Tat umgesetzt werden können. Lärmobergrenzen, die übrigens schon in der Mediation versprochen wurden. Wir arbeiten jetzt genau an einem solchen Vorschlag, und ich bin dann gespannt, ob jenseits der Kritik, die auf jeden Fall kommt, auch irgendeine eigene Vorstellung der Oppositionsfraktionen kommt, wie es denn besser gehen könnte. Ich freue mich da heute schon drauf.
Wir sind gerade dabei, das zweite Maßnahmenpaket für aktiven Schallschutz des Forums Flughafen und Region mitzuerarbeiten, das voraussichtlich 2017 vorgestellt werden soll, mit vier Säulen: Optimierung bereits vorhandener Maßnahmen, Neuanführung kurz- und mittelfristiger Maßnahmen, Erforschung und Entwicklung perspektivischer Maßnahmen und natürlich Veränderungen von Rahmenbedingungen und Anreizinstrumenten, um aktiven Schallschutz zu fördern. Wir unterstützen das. Und deswegen zum Schluss, lieber Kollege Marius Weiß, ein freundschaftlicher Rat. Also, offensichtlich hat die SPD ja ihre Angriffsstrategie völlig verändert. Getreu dem Bill Clinton-Motto "It's the economy, stupid", hat die SPD wohl irgendwie gemerkt, dass sie auf dem falschen Dampfer war in den letzten zwei Jahren und geht jetzt auf eine völlig andere Linie über. Da muss man aber wissen, Bill Clinton hat noch einen zweiten sehr wichtigen Satz gesagt, nämlich "Don't be a flip-flopper". Da sollten Sie auch mal drüber nachdenken. Und ich will an dieser Stelle ausdrücklich mal sagen, ich bin dankbar für die Rede des Kollegen Marius Weiß. Weil wir werden diese Rede an Peter Feldmann schicken, wir werden diese Rede an Ursula Fechter schicken und noch an viele andere und dann mal fragen, ob das eigentlich Ihre SPD ist. Aber zweitens, Landtagsprotokolle, die sind ja durchaus da. Zweitens, in der Sache liegen Sie völlig falsch. Wir haben in Hessen die geringste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung, nämlich 5,2%. Wir haben übrigens im Regierungsbezirk Kassel eine Arbeitslosenquote von 4,9%. Wenn das früher so gewesen wäre, dann hätten Sie überall rote Fahnen hissen lassen und einmal die Woche antreten davor. Also, wir haben die höchste Zahl an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Hessen, die es jemals gegeben hat. Wir haben die höchste Zahl an offenen Stellen, die es sozusagen in der Vergangenheit gegeben hat. Wir haben einen deutlichen Reallohnzuwachs. Also, auch da sind Sie auf dem falschen Dampfer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Punkt an die Kollegin Wissler. Wissen Sie, liebe Kollegin Wissler, ich habe als Schüler in der 5. Klasse einen Aufkleber auf dem Schulranzen gehabt. Da stand drauf: "Keine Startbahn West, Nachtflugverbot". Das muss man einmal feststellen, von 1981, da war das, bis 2014, 33 Jahre, es war nicht sehr erfolgreich. Es war nicht sehr erfolgreich. Und deswegen vielleicht versuche ich es einmal anders, um vielleicht in die Sphären zu sagen, auch der Linksfraktion. Ich fange vielleicht einmal mit der 11. Feuerbach-These von Karl Marx an. Der hat ja gesagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ich sage, liebe Kollegin Wissler, etwas abgewandelt. Die Linkspartei beklagt die Zustände auf der Welt in unterschiedlichen Varianten. Es kommt aber darauf an, an diesen Zuständen etwas zu verändern. Und genau das tun wir. Vielen Dank. Morgen. Morgen. Kannst du das noch eintragen? Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Wissler, DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, Herr Al-Wazir, ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet. Sie haben mich ja auch zum Schluss sehr freundlich angesprochen. In der Tat können wir das einmal genauer diskutieren, weil ich finde es sehr interessant, dass Sie sich hier auf Marx beziehen, weil Ihre Politik ja jetzt nicht unbedingt von Marxismus geprägt ist, sonst in der Regel. Ich will nur ein paar Punkte inhaltlich noch einmal sagen, zu denen Sie sich ausgelassen haben. Ich finde, erstens, Sie können ja schwer uns vorwerfen, dass wir eine Umfrage, die Sie selber in Auftrag gegeben haben, dass wir deren Ergebnisse zitieren und uns darauf berufen. Wenn man die Leute fragt, ob das Lärmpausenmodell eine Verbesserung, eine Veränderung ihres Alltags bedeutet hat, und über 90% sagen nein,
dann ist das ja nur eine Antwort. Da kann man ja dann am Ende sich nicht hinstellen als Minister und sagen, ja, gilt aber nicht. Weil, ich meine, Sie haben danach gefragt. Und wenn man die Menschen ernst nehmen will, dann muss man eben auch so eine Antwort dann eben auch bewerten und kann das nicht einfach vom Tisch wischen und so tun, als hätte es diese Antworten nicht gegeben. Und wenn die Fragestellung Ihnen am Ende nicht gefällt, gut, ist ja Ihre Umfrage gewesen, ist ja nicht die Umfrage der Opposition gewesen, dann müssten Sie halt anders fragen. Aber das deutet ja darauf hin, dass das Lärmpausenmodell eben nicht so ein durchschlagender Erfolg ist oder nicht als so durchschlagend wahrgenommen werden wird, wie Sie das hier hinstellen. Und zweitens, also ich nehme auch an, dass auch der Kollege Weiß, die nicht für das Wetter verantwortlich macht und für Wetterphänomene, in der Tat glaube ich auch, dass sie dafür nicht verantwortlich sind und man ihnen das nicht vorwerfen kann. Aber ich sage mal, eine Flug, naja, so gewaltig ist er jetzt, also der Minister jetzt auch nicht, dass er jetzt das Wetter beeinflussen würde. Aber ich sage mal andersrum, eine Lärmreduzierung, die nicht funktioniert, wenn das Wetter unbeständig ist, die funktioniert halt nicht. Also, das ist doch das Problem, wie das gestrickt ist. Man kann doch den Leuten nicht sagen, ihr kriegt eine Lärmreduzierung, aber nur, wenn wir Westwind haben, aber nur, wenn es kein Starkregenereignis gibt. Also, dann funktioniert es doch nicht. Und das ist doch genau das, was wir kritisieren an den Lärmpausen, dass sie total instabil sind und von solchen Faktoren eben abhängig. Und das Letzte, Herr Minister, Sie haben ja gefragt, die Opposition sollte doch mal über Alternativen reden. Jetzt kann ich in dieser Frage schwerlich für die Opposition insgesamt reden, aber ich kann für meine Fraktion reden. Und ich will mal sagen, wenn Sie nach Alternativen fragen und was man anderes hätte machen können zum Thema Lärmreduzierung, empfehle ich einen Blick ins grüne Wahlprogramm. Ich finde, also ich fand das grüne Wahlprogramm jetzt damals gar nicht so pralle, aber wenn man es jetzt vergleicht mit Ihrer Regierungspolitik, dann finde ich es gar nicht mal so schlecht. Weil ich finde, dass im grünen Wahlprogramm richtig gute Sachen drinstehen zum Thema Lärmreduzierung. Ein 8-stündiges Nachtflugverbot zum Beispiel. Da steht drin, dass Terminal 3 nicht gebaut werden soll, dass die Flugbewegungen gedeckelt werden sollen. All solche Sachen stehen drin im grünen Wahlprogramm. Und deswegen würde ich Ihnen das empfehlen zur Lektüre, wenn Sie fragen, was könnte man anderes machen. Ich finde, da würde ein Blick in Ihr eigenes Wahlprogramm überhaupt nicht schaden. Da sind gute Vorschläge gemacht worden. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Grünen, als sie ihr Wahlprogramm beschlossen haben, sich nicht vorher überlegt haben, ob das nicht umsetzbar sein soll. Weil das werfen sie uns ja immer gerne vor, dass wir angeblich so unrealistisch seien. Ich sage mal so, wenn die Menschen immer nur für das gekämpft hätten, was unmittelbar durchsetzbar und realistisch erschienen hätte, dann wäre heute auch noch kein Atomkraftwerk vom Netz. Das galt auch mal als völlig unrealistisch. Aber gerade bei den Grünen, die so durchdrungen sind von realpolitischer Gesinnung, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie vor der Wahl sich nicht genau überlegt haben, ob das nicht auch durchsetzbar ist, all das, was sie in ihrem Wahlprogramm niedergelegt haben. Und deswegen sage ich, da stehen vernünftige Sachen drin. Und was wir hier fordern, ist in weiten Teilen das grüne Wahlprogramm. Halten Sie sich doch einfach dran. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es wurde beantragt, den Antrag sofort abzustimmen. Wer dem Antrag 3489 aus 19 seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen. Das sind die Fraktionen von FDP, SPD, DIE LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist der Antrag angenommen.